Kumpir wird immer beliebter. Das sind Baked Potatoes, die mit verschiedenen Zutaten gefüllt sind. Wir machen heute die bunte Deluxe-Version aus Süßkartoffel und einem Rote-Bete-Joghurt-Dressing. So, zuerst nehmt ihr die Süßkartoffel und stecht die mit einem scharfen Messer ein. Seid vorsichtig, Süßkartoffeln sind sehr, sehr hart und ihr müsst die vorher einstechen, damit die nachher auch richtig schön gar wird. Die kommen jetzt einfach auf ein Backblech für 45 bis 50 Minuten bei 160 Grad auf die mittlere Schiene in den Ofen. Als nächstes machen wir das Dressing aus Rote Beete und Äpfeln und Orangen. Und die Rote Beete verleiht dem Dressing eine richtig schön pinke Farbe, aber eben nicht nur dem Dressing, sondern eventuell auch euren Händen. Und deswegen ziehen wir uns Handschuhe an. Rote Beete und Apfel ergänzen sich ganz hervorragend, insbesondere wenn ihr einen etwas säuerlichen Apfel nehmt. Den Apfel raspeln wir jetzt einfach zur Roten Beete mit dazu. Jetzt kommt noch der Saft von einer Orange mit dazu, denn die gibt dem Ganzen nochmal eine angenehme Säure. So, dann pressen wir sie auch schon rein. Oh, geil. Damit unsere Füllung auch die richtige Würze bekommt, geben wir noch eine Knoblauchzehe mit dazu und hacken die klein. Oh, ich habe so ein bisschen Schiss vor Messern, ne? Haha, egal. Zip. So, die hacken wir jetzt nochmal. Und dazu kommt jetzt noch eine Prise Salz, wenn ihr den Knoblauch von den Fingern geputzt habt. Damit unsere Füllung auch schön cremig ist, vermengen wir unser Rote-Bete-Apfel-Orangen-Knoblauch-Gemisch mit einem schönen Sojajoghurt oder einem Ziegenkäse. Das gibt dem Ganzen so eine schöne Würze. Ich vermenge das sehr gerne mit den Händen. Ich mache immer so gerne alles mit den Händen. Ich liebe es, Konsistenzen zu fühlen und zu gucken, okay, was könnte man da irgendwie noch machen oder ist die Konsistenz so gut? Bin ein absoluter Knet-Fan, Handknet-Fan. So, wie ihr seht, hat für meine Mischung jetzt der Saft von einer halben Orange vollkommen ausgereicht. Das ist von der Konsistenz auch schön, finde ich. Und weil wir ja bald Frühling haben und Kräuter über alles lieben, tun wir noch ein paar gehackte Dillspitzen mit dazu. Ich finde ja, das sieht jetzt schon total schön aus, aber wir mengen es nochmal unter. Ihr seid natürlich total frei, die Kräuter zu nehmen, auf die ihr gerade Bock habt oder die ihr noch zu Hause habt. Ich finde Dill jetzt ganz passend als Ergänzung, deswegen habe ich Dill genommen, aber feel free. Richtig geil. Ich glaube, richtig besser, noch leckerer wird es mit einer feinen Prise Zucker, Agavendicksaft oder Honig, je nachdem, was ihr da habt und worauf ihr Bock habt. So, die Füllung ist fertig. Ich kann jetzt ziehen. Ah, geil! So, die schneiden wir jetzt längs auf und ziehen sie auseinander. Ah, wie schön. Normalerweise macht man mit dem Kumpir hier unten immer noch ein bisschen Käse unten rein. Das machen wir nicht, weil wir die gesunde Veggie-Variante machen. Und dann füllen wir unsere köstliche Rote-Bete-Füllung in die Kartoffel, kleckern das Brett voll. Alter, sieht das geil aus, oder? Richtig schön. Und dann nehmen wir auch noch Sprossen. Sprossen sind für mich der Inbegriff von Frühling und köstlicher Frische auf dem Teller. Und da geben wir einfach nochmal so ein Blibbi hier oben drauf. Geil! I love Grünzeug!